Beinahe Übermenschliches, einen Dreikampf für den guten Zweck. Mensch gegen Rad und Maschine. Moneymaker Alexander Rüdiger forderte Ex-Radprofi Bernhard Kohl und eine 290 PS starke Pistenraupe auf der Hohen Wandwiese in Wien zum Dreikampf. 400 Meter bergauf im matschigen Schnee nach einer Operation am Schienbein. Wenn der Bernhard also wirklich gutes, hartes Eis hat, gibt es nahezu keine Chance. Das Problem ist natürlich nicht nur die Steigung von 30%, was hier auf die Heils ist, sondern natürlich auch der Schnee. Und das relativ warm, leider Gottes, ist und der Schnee matschig ist. Gegen das Pistengerät, dem haben wir natürlich auch noch die Auflage gegeben. Der muss ein bisschen länger fahren, weil ansonsten wäre der mit 20 km/h oder so irgendwas unterwegs. Sinn der Aktion: Anfang April will der Moneymaker für den guten Zweck den Nordpolmarathon bestreiten. Dort erwarten ihn ganz andere Widrigkeiten. Das ist, glaube ich, was von Eisbären gestanden. Das heißt, ich müsste einfach nur schneller sein wie der Letzte. Das Lachen wird Bernhard Kohl in wenigen Sekunden gründlich vergehen. Irgendwann haben wir einmal durchdrehende Reifen gehabt und dann hat es mich vom Rad geworfen. Dann habe ich probiert, neben Alex gleich zu laufen, aber ja, einfach über mein Limit gegangen. Schlecht, Blut im Mund, Blutgeschmack. Ja, es ist wie in meiner Profikarriere und jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht mehr fahre. Ich habe den Klassiker gemacht, einfach viel zu schnell weg, eben im Nacken den Bernhard zu wissen oder auf der Seite und dann ist mir fast die Luft ausgegangen, aber es hat dann doch gehalten, Gott sei Dank. Für Alexander Rüdiger war der Abend ein Ansporn, weiter zu trainieren, je nach Platzierung beim Nordpolmarathon. Zahlen Sponsoren bis zu 3000 Euro für Licht für die Welt und dafür will er unbedingt an seine Grenzen gehen. Thank you.